Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Erste Frage, bin ich gut zu verstehen? Ja. Sehr gut, prima. Schönen guten Abend, ich probiere das auch mal. Auch dieses Mikro funktioniert. Also den Part haben wir schon mal geschafft. Das war die silberglockenhelle Stimme von Gordon Bonnet, meinem Co-Moderator, Mitglied der Gesellschaft Bürger und Polizei und deshalb auch Mitveranstalter. Und mein Co-Moderator Stefan Schröder, bekannt als Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt, heute hier im Duo. Wir hatten zwar nicht die Idee, aber wir fanden es trotzdem klasse, als man an uns herangetreten ist und gefragt hat, sollen wir nicht mal eine Zwischenbilanz ziehen? Zwischenbilanz der, salopp gesagt, Waffenverbotszone, über die im vergangenen Jahr in der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt abgestimmt worden ist und mit großer Mehrheit deren Einrichtung für den 1. Januar dieses Jahres beschlossen wurde. Wir haben noch nicht ganz ein Jahr rum. Soweit ich mich erinnere, wurde gesagt, nach 3 Jahren wollen wir sehen, ob sie bleibt oder nicht. Aber es gibt schon jede Menge zu erzählen. Das haben wir bei den Recherchen für diesen Abend festgestellt. Und ich glaube, es wird für Sie auch sehr interessant. Und wir hoffen natürlich, dass es zur Meinungsbildung beiträgt. Das ist mein Job als Zeitungsmann, Sie zu informieren, dass Sie sich eine Meinung bilden können. Was ist Ihr Ziel, Herr Bonnet, heute Abend? Die Gesellschaft für Bürger und Polizei, ich weiß gar nicht, einige sind heute von der Gesellschaft hier, manche kennen die Gesellschaft nicht, die eine lange Tradition hat und von jeher geht es ihr darum, gerade zu vermitteln zwischen den Anliegen der Bürgern an die Sicherheitskräfte, an die Polizei und eben das auch zurückzuspielen. Also hier geht es gerade um das Thema Informieren, aber auch vom gegenseitigen Lernen, damit eben sowas wie die Waffenverbotszone dann eben auch diese Rückmeldung an die Polizei bekommt, ob das Ganze eben sinnvoll und gut ist und welche Erfahrungen Sie als Bürgerinnen und Bürger bislang damit gemacht haben. Sie haben es vielleicht oben beim Reinkommen gesehen, ein Hinweis, ja, wir zeichnen auf und wenn es klappt, machen wir auch einen Stream. Das heißt, wir sind live dabei mit dem, was heute hier passiert. Das heißt, wenn Sie nicht gern im Internet gesehen werden wollen von 3., 4., 5., dann müssen Sie jetzt eine folgenschwere Entscheidung treffen. Wenn Sie gern gesehen werden wollen, dann ja, setzen Sie Ihr nettestes Lächeln auf und versuchen, das über den Abend beizubehalten. Es gibt einen anderen Hinweis. Wir werden nachher demonstrieren, was das bedeutet, ein Messer als Waffe einzusetzen. Und vor allen Dingen werden wir Ihnen auch Bilder zeigen, was dies zur Folge hat. Diese Bilder sind auch schon in Schulen gezeigt worden, um was zu tun, um abzuschrecken. Und diese Bilder tun ihre Wirkung. Ich kann es Ihnen versprechen. Deshalb, wenn Sie ein Problem damit haben, solche Bilder anzuschauen, Wunden, Blut etc., dann geben wir Ihnen, Herr Bonnet, nachher ein Signal. Achtung, jetzt werden diese Folien hier hinter uns eingeblendet und dann machen Sie besser die Augen zu oder nehmen die Hand vor die Augen. Wir geben Ihnen auch ein Signal, wann Sie das wieder lassen können. Das nur als Hinweis vorab. Passend dazu eine kurze Zeitungsmeldung. Am Samstagmorgen, diesen Samstagmorgen vor wenigen Tagen, um 3.30 Uhr in der Früh gerieten ein stark alkoholisierter 23-Jähriger und ein 25-Jähriger am Platz der Deutschen Einheit in Streit. Als der 25-Jährige in ein Taxi flüchten wollte, holte der 23-Jährige ein Messer aus seiner Bauchtasche und bewegte ihn zur Herausgabe von 5 Euro. Er trat seinem Opfer zweimal gegen den Oberschenkel und spuckte ihm ins Gesicht. Täter und Opfer kannten sich wohl vom Sehen. Diese Situation, meine Damen und Herren, ging vergleichsweise glimpflich aus, denn zum Glück wurde das Messer ja nicht gegen den Körper eingesetzt. Derjenige war stark alkoholisiert, holte um 3.30 Uhr ein Messer heraus, es kam nicht zum Einsatz. Aber dass er ein Messer dabei hatte, machte diese Situation ungleich viel gefährlicher und wäre sonst wohl kaum eine Zeitungsmeldung wert gewesen. Denn dass Menschen in Streit geraten, ist etwas, was oft passiert, aber der Einsatz eines Messers verändert die Situation vollkommen. Ja, was es mit Messern auf sich hat, was noch so gefunden wird bei Kontrollen, das können Sie an diesem Tisch sehen. Da ist extra eine Abgrenzung drauf, weil das nicht zur Selbstbedienung gedacht ist. Es ist auch ein Plakat zu sehen, das nochmal erläutert, worum es bei waffenähnlichen Gegenständen geht. Herr Bonnet wird Ihnen jetzt erzählen, was an diesem Abend alles passiert und ich ergänze das um die Namen derjenigen, mit denen Sie es heute Abend zu tun haben werden. Ja, wir haben heute Abend tatsächlich eine große Mischung aus denjenigen, die die Waffenverbotszone mitentschieden haben, diejenigen, die sie kritisiert haben, diejenigen, die Erfahrungen als Bürgerinnen und Bürger eben gemacht haben, aus unterschiedlichen Bereichen.
Und wir starten gleich mit zwei Fachleuten, nämlich Stefan Müller, dem Polizeipräsidenten Westhessen, und Peter Erkel als Leiter der Stadtpolizei Wiesbaden, die wir hier gleich im Talk haben werden. Dann haben wir eine Demonstration von Waffen durch zwei Polizisten, die zeigen, wie schnell eine Waffe eingesetzt werden kann, wie man andererseits auch auf Distanz gehen kann. Freuen Sie sich auch darauf, das ist sicherlich sehr interessant. Die Podiumsdiskussion mit vier Teilnehmern wird danach sicherlich sehr lebhaft werden, denn Herr Dr. Franz auf der einen Seite als Bürgermeister und Ordnungsdezernent wird derjenige, der die Waffenverbotszone vertritt und hat mit dem Stadtverordneten Ingo von Seemen den Kontrahenten, der die Waffenverbotszone von Anfang an kritisiert hatte. Frau Shaw als Stadtteilmanagerin, Manfred Kinzer als Vorsitzender des Seniorenbeirats komplettieren die Runde und dann sind Sie als Publikum gefragt und wir hoffen, dass Sie in dieser Situation auch längst gezuckt haben und gesagt haben, ich möchte mich beteiligen. Das können Sie dann in unserer ersten Publikumsrunde. Anschließend werden wir zwei Kurzinterviews führen, hier an dieser Stelle einerseits mit der Frau Apel, Politikerin im Westend, und mit dem Sascha Vermeer-Bergen, der das Geschäft Exclusive in Wiesbaden führt. Und dann kommen Sie nochmal in einer abschließenden Publikumsrunde zu Wort. Also von daher, wir wünschen uns, dass Sie sich auch sehr beteiligen und heute Abend hier mit in die Diskussion einbringen. Ja, ich darf noch ergänzen, die vielen Menschen, die hier im Hintergrund arbeiten, sind von der Gesellschaft Bürger und Polizei, vom Polizeipräsidium Westhessen, aus dem Ordnungsamt, auch die VRM, also unser Verlag ist stark vertreten mit diesem Direktübertragungs-Videoteam unter Leitung von Simon Rau. Wir haben unseren Polizeireporter Wolfgang Degen dabei, der diese Veranstaltung wesentlich vorbereitet hat, und natürlich gehört da auch Herr Wagner vom Ordnungsamt dazu. Ich weiß gar nicht, wo er ist, hat sich im Hintergrund versammelt, und die Pressestelle der Polizei mit Frau Götz und Herrn Hemmes und natürlich auch Herrn Mehrheim und seinem Social Media Team. Ja, wir können anfangen. So machen wir's. Bitten wir auf die Bühne zu uns den Vorsitzenden der Gesellschaft Bürger und Polizei und Präsidenten des Polizeipräsidiums Westhessen, Stefan Müller. Applaus. Ja. Bitte schön. Und den Leiter des Ordnungsamtes, Herrn Peter Erkel. Herzlich willkommen. Klären wir mal die Begriffe, wie man so schön sagt bei einer Diskussion. Was ist eigentlich eine Waffenverbotszone? Wissen Sie das? Ist alles an? Ist alles an? Alles perfekt hier, die Polizei ist dabei. Dann kann ja nichts schief gehen, Herr Schön. Ja. Eine Waffenverbotszone ist ein Bereich in einer Stadt hier in Wiesbaden. Ich glaube, wir bekommen das gleich auch grafisch eingeblendet, in dem das Führen von Waffen oder sonstigen waffenähnlichen gefährlichen Gegenständen verboten ist. Was sind denn waffenähnliche Gegenstände, Herr Erkel? Waffenähnliche Gegenstände sind Messer, alle Messer, die nicht schon bereits unter das Waffengesetz fallen. Sonstige gefährliche Gegenstände waffenähnlicher Art wie Schlagstock, Holzknüppel, einige haben wir vorne ausgelegt, aber auch Schreckschusswaffen. Die Sachen, die da liegen auf dem Tisch, sind die bei Kontrollen jetzt in diesem Jahr mit Menschen abgenommen worden? Genau, oder haben Sie die irgendwo ausgeliehen aus einer Asservatenkammer? Nein, das ist ein Teil des Querschnittes von den bereits 124 Sicherstellungen, die wir bis Ende Oktober hatten. Okay. Jetzt ist mir aufgefallen, da sind ja auch Schraubenzieher dabei, da ist ein Schlüssel mit einem kleinen Messer. Auch das zählen Sie in dem Fall als Waffe? Ja, auch bei Messern haben wir uns darauf geeinigt, dass wir bei Messern keinen Ermessensspielraum unseren Einsatzkräften einräumen, sondern wir haben festgeschrieben in der Verordnung Messer jeglicher Art, und von daher werden erstmal alle Messer sichergestellt. Ob es nachher zu einer Einleitung von einem Bußgeldverfahren kommt, das ist dann im zweiten Schritt noch zu prüfen. Das heißt aber, wenn jetzt eben in der Waffenverbotszeit, nämlich die Zeit zwischen 21 und 5 Uhr, wenn also jemand mit einem Kellnermesser dort unterwegs wäre oder jemand vielleicht einem Freund noch helfen möchte, an seinem Motorrad rumzuschrauben, und er läuft da lang und hat eben ein paar Schraubenzieher dabei, dann würde was passieren?
würden die Einsatzkräfte erstmal von ihrem Ermessen Gebrauch machen müssen, was ich davon ausgehe, dass das auch alle Einsatzkräfte haben. Aber die Handwerker sind generell schon mal ausgenommen. Wenn Handwerker nachweisen können, dass sie einen Auftrag haben in dem Gebiet, was wir vorhin hier gesehen haben, des Geltungsbereichs der Waffenverbotszone, die sind definitiv ausgenommen. Sicherlich auch der von Ihnen angesprochene Kellner mit dem Kellnermesser. Mhm. Wenn man aber sieht, dass da vorne auf dem Tisch auch mehrere Teppichmesser, sogenannte Cuttermesser liegen, das ist ja leider die Frage, warum muss man die nachts mit sich führen? Also ich glaube nicht, dass die Masse, und das sind die meisten Gegenstände davon, abends nach 21 Uhr noch irgendwo Teppichboden oder Sonstiges verlegen möchten. Warum haben Sie ausgerechnet diesen Zuschnitt, können wir nochmal sehen, der Waffenverbotszone ausgewählt, Herr Müller? Wir haben im Vorfeld Straftaten analysiert und auf einer Karte auf dem Stadtgebiet optisch dargestellt. Zeigen wir auch gleich, ne? Dabei spielten besonders die Straftaten eine Rolle, bei denen eine Waffe in der Öffentlichkeit eingesetzt wurde und über die sogenannte Heatmap, das heißt die Kombination des Stadtbildes, der Straßen verbunden mit Farben. Die Farben kommen hier nicht zu gelten, aber die Punkte stellen letztendlich Straftaten dar. Einmal die blauen Straftaten mit Waffen. Hier sind die Zahlen aus 2016 abgebildet mit 161 Delikten im Stadtgebiet. Und dagegen in Rot die Delikte in 2017. Und da lässt sich erkennen, dass wir auf der einen Seite natürlich in der Fußgängerzone Kirchgasse, Langgasse Schwerpunkte haben. Wir hatten Schwerpunkte im Warmen Damm. Das war ein weiter Bereich, den wir anfangs ausgeguckt haben. Und dann natürlich war auffällig ein kleiner Bauch ins Westend rein. Ja. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, schon im Frühjahr 18, dass die Diskussion in der Stadt über eine Waffenverbotszone anhub. Was hat Sie dazu bewogen? Gab es irgendwo gute Beispiele, von denen Sie wussten? Es war einmal die generelle Entwicklung in der Bundesrepublik nach 2015. Wir haben die Aufrüstung im Bereich der kleinen Waffenscheine nach den Ereignissen der Silvesternacht in Köln. Darf ich fragen, was ein kleiner Waffenschein ist? Der kleine Waffenschein ist die Erlaubnis zum Führen von Reiz-, Signal- und Gaswaffen in der Öffentlichkeit. Mhm. Dafür braucht man eine Erlaubnis, aber interessanterweise haben wir überhaupt keine Gas-, Signal- und Reizwaffen in der Waffenverbotszone festgestellt, sodass das offensichtlich eine andere Klientel ist, die sich dort aufrüstet. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich festgestellt, dass in der Innenstadt gefühlt von den Einsatzkräften gemerkt wurde, es sind nachts mehr Messer in den Kontrollen auffällig. Und was auch auffällig war, das war früher schon so, aber jetzt vermehrt, es wird all das eingesetzt nachts in den Auseinandersetzungen, wenn die Menschen alkoholisiert sind, was mitgeführt wird. Und das hat dann im Zweifel auch zu schweren Verletzungen und dann insbesondere zu dem einen gravierenden Tötungsdelikt geführt, wo wir dann auch gesagt haben, wir wollen den Gegenakzent setzen, waren uns aber nicht sicher, wie viel tatsächlich im Umlauf ist. Voraussetzung dafür hat das Land Hessen geschaffen, dadurch, dass also diese Waffenverbotszonen auch den Kommunen zur Einrichtung überlassen worden sind. Wer kontrolliert denn jetzt eigentlich, Herr Erkel? Jetzt stehen hier zwei Repräsentanten, Sie sind sozusagen die städtische Polizei, das Ordnungsamt, und Herr Müller steht für das Land. Genau. Und beide Einrichtungen, die Sie eben gerade genannt haben oder die wir vertreten, kontrollieren. Einmal die Landespolizei, aber auch die Stadtpolizei und sehr häufig seit Januar 2019 Landespolizei und Stadtpolizei gemeinsam unter dem Motto gemeinsam sicheres Wiesbaden. Sie hatten irgendwo eine Zahl, so um die 5000 Kontrollen haben stattgefunden. 5000 Kontrollen haben in etwa stattgefunden, 124 Sicherstellungen bisher Ende Oktober. Ohne jetzt vielleicht hier Anwesende oder Zuhörende zu viel informieren zu wollen, aber wie funktioniert das in der Abstimmung? Gehen Sie zufällig los und treffen sich dann hinterher vielleicht auch ein Bier? Oder wie funktioniert das, dass Sie nicht an denselben Stellen kontrollieren und ein bisschen abgestimmt arbeiten? Das passiert in unserem Konzept gemeinsam sicheres Wiesbaden. Es findet in der Regel die Einsatzbesprechung beim ersten Revier statt. Die Kräfte schwärmen dann aus. Das ist erstes Revier, Platz der Deutschen Einheit. Platz der Deutschen Einheit. Die Kräfte schwärmen aus mehrfach in der Woche. Oft sind Zivilkräfte mit dabei, die vorher die Lage detektieren und nach den Personen suchen, die polizeilich interessant sind. Was ist für uns interessant? Auffälliges Verhalten in der Öffentlichkeit, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Pöbeleien. Es sind insbesondere junge Männergruppen, die den öffentlichen Platz für sich beanspruchen und vielleicht auch Passanten im Weg stehen, die anpöbeln. Oder, und das ist auch leider Gottes der Fall, wir haben mittlerweile einen sehr guten Überblick,
wer es sind bekannte Straftäter, die im Stadtgebiet unterwegs sind, und dann erkennen wir den einen oder anderen natürlich wieder und die werden natürlich vorrangig kontrolliert. Es wurden, glaube ich, 85% Männer kontrolliert, Herr Erkel, nur 15% Frauen. Warum? Das ist statistisch, denke ich, Herr Müller hat es eben schon gesagt, die großen Gruppen, die wir auch kontrollieren, sind oft männliche Personen, die dort die öffentliche Fläche für ihren Bereich nutzen, für ihre Auseinandersetzung auch benutzen. Die Frauen werden auch mitkontrolliert, aber klare Dominanz haben hier die männlichen Personen, die kontrolliert wurden, ja. Altersgruppen, ja, bitte, Herr Bonnet. Was ich jetzt spannend finde, ist, Sie gehen mit mehreren Personen dann eben auch auf Streife quasi, kann man das so sagen? Also Sie werden wahrscheinlich ja nicht gerne eine Gruppe mit nur vielleicht zwei Personen kontrollieren, oder wie sind Sie da unterwegs? Wie viele Polizisten sind jeweils im Einsatz? Das können durchaus bis zu 15 bis 20 Stadt- und Landespolizisten sein, weil wir natürlich auch die größeren Gruppen angehen wollen, ja, die dann in Teilen im Warmen Damm oder sonst wo unterwegs sind, aber auch in der Fußgängerzone. Und da ist es für uns wichtig, dass wir letztendlich dann auch eine Chance haben, diese Gruppe auch zu kontrollieren. Wenn Sie das mit zwei Kollegen starten, dann spritzt alles auseinander und Sie haben keine Chance, letztendlich da eine vernünftige Kontrolle vorzunehmen. Und wie reagieren dann diese Gruppen in der Situation? Mhm. Wenn die also alkoholisiert sind, möglicherweise, Sie haben ja gesagt, die haben vielleicht der eine oder andere hat schon gepöbelt an dem Abend, ist dadurch auffällig geworden. Was ist, wenn sie dann kontrolliert werden und sie gefragt werden, ob sie eben entsprechende Waffen bei sich tragen? Die Rückmeldungen von unseren Kollegen, die nachts unterwegs sind, ergeben, dass grundsätzlich eine hohe Akzeptanz da ist. Es gibt auch vereinzelt Zustimmung, insbesondere von den umhergehenden Passanten. Die polizeiliche Kernklientel findet das natürlich überhaupt nicht gut. Und insgesamt, das ist auch ein Beleg für die hohe Akzeptanz, haben wir nur 3 Widerstände in diesen 11 Monaten gehabt bei den Kontrollen. Das heißt, wo dann auch sich maßgeblich gewehrt wurde gegen die Kontrolle. Das kann ja teuer werden, lese ich unter Paragraph 5. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Was haben Sie so eingenommen, Herr Erkel? Das ist die sogenannte Regelgeldbuße. Einmal sind es in den Verordnungen, die Sie eben vorgelesen haben, das ist die Gefahrenabwehrverordnung, da geht es bis 5.000 Euro. Wenn Sie die Rechtsverordnung nehmen, das sind ja 2 Gesetzesgrundlagen, da geht es sogar bis 10.000 Euro. In Wiesbaden haben wir uns darauf geeinigt, dass bei dem Erstverstoß ein Gegenstand nach dem Waffengesetz 250 Euro kostet und ein sonstiger gefährlicher Gegenstand 150 Euro. Gibt es da Ermessensspielraum? Also muss ich auch nochmal nachhaken. Oder sagen Sie, ah, das ist jetzt eine Gruppe von Jugendlichen, die wirken ja vielleicht doch noch harmlos. Einer von denen hat jetzt ein Messer dabei gehabt, der erklärt, der hat er vielleicht eingesteckt zum Angeln und hat es vergessen, dass diese Waffenverbotszone gilt. Muss er dann auch die 250 Euro zahlen? Also oder können Sie sagen, in dem Fall gibt es eine mündliche Verwarnung und das Messer wird einkassiert? Diese Tatsache obliegt zunächst einmal unserer Bußgeldstelle beim Ordnungsamt. Dort werden alle Verfahren erstmal eingeleitet. Es gibt dann das sogenannte Anhörungsverfahren. Dann kann sich der Betroffene nochmal zu dem ganzen Vorfall äußern. Die dort geschilderten Maßnahmen tragen dann dazu bei, ob das Verfahren weiterverfolgt wird oder ob es eingestellt wird. Sollte es weiterverfolgt werden, gibt es aber keinen Ermessensspielraum mehr bei der Bußgeldhöhe. Okay. Die haben wir festgesetzt beim Erstverstoß, wie bereits erwähnt, auf 150 Euro und 250 Euro. Das erste Verfahren, was in dem Einspruchsverfahren geht, wird im Dezember verhandelt. Da werden wir mal sehen, wie das auch die Wiesbadener Gerichte sehen. Ob wir zu hoch, zu niedrig liegen, das werden wir dann das erste Mal vielleicht erfahren. Aber Sie sagten vorhin beiläufig, 58 Verfahren haben Sie eingeleitet. 58 Bußgeldverfahren sind bereits eingeleitet, 48 davon sind schon rechtskräftig. Also die haben bezahlt? Zumindest rechtskräftig. Ob sie schon alle bezahlt haben, weiß ich noch nicht, aber rechtskräftig sind sie alle. Und die anderen befinden sich im Moment im Anhörungsverfahren, ja. Mhm. Stellen Sie in irgendeiner Form schon bei diesen Ihren Kerngruppen eine abschreckende Wirkung fest? Wir hatten die Hoffnung im Sommer, weil wir bei den Kontrollen in den Sommermonaten nur eine Handvoll Gegenstände sichergestellt haben, die kritisch waren. Aber leider Gottes haben sie offensichtlich nichts gelernt, weil September und Oktober sind die alten Zahlen vom Frühjahr wieder erreicht, sodass wir letztendlich da an der Stelle weitermachen müssen. Können Sie was zu den Nationalitäten sagen? Es kursiert ja immer so der Spruch, das sind Menschen aus Kulturkreisen, wo man häufiger vielleicht mal ein Messer dabei hatte.
Bestätigt sich das bei Ihnen auch in der Statistik? Können Sie da etwas zu sagen? Bei den 124 Personen, bei denen wir gefährliche Gegenstände sichergestellt haben, haben wir von den Nationalitäten über 50% Deutsche, dann im Prinzip in der nächsten Reihenfolge türkische Staatsangehörige und dann folgen syrische und afghanische, das sind 16 von 124, also 13%. Eine klassische Frage ist, Sie nennen da immer eine Uhrzeit, auch an der Zone, an den Hinweisschildern. Was ist denn außerhalb dieser Uhrzeiten? Darf ich dann alle diese Gegenstände mitführen? Also Waffen, nach dem Waffengesetz dürfen Sie natürlich nur dann mitführen, wenn Sie Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind, die vielfältig sein kann. Das ist einmal der von vorhin von Herrn Müller schon angesprochene kleine Waffenschein, der berechtigt, PDB-Waffen zu führen, also Schreckschusswaffen. Der Jäger und Sportschütze hat eine waffenrechtliche Erlaubnis, der dürfte seine Waffen getrennt voneinander, Munition und Waffe getrennt im Koffer zum Schießstätte oder zur Jagdausübung dann dort auch führen. Alles andere müssen wir ja auch letztendlich anerkennen, weil die gesamten Geschäfte, Karstadt, Kaufhof, Galeria, wie sie alle heißen, verkaufen ja auch Messer. Ja. Und die Menschen, die dort ein Messer kaufen, müssen sie auch irgendwie nach Hause bringen. Das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn wir sie dann kontrollieren würden. Deshalb haben wir uns ja auch auf die 21-Uhr-Regelung eingenordet und natürlich auch die Erkenntnis, dass die meisten Straftaten in diesem Zeitfenster stattfinden. Ja. Es gilt das, was ansonsten auch im übrigen Stadtgebiet gilt. Wenn jemand mit einem Messer unterwegs ist, das nicht verboten ist nach dem Waffengesetz, ist aber vielleicht alkoholisiert oder hat sonstige gefahrenerhöhende Momente, dann haben wir auch die Möglichkeit, ihm das Messer abzunehmen. Das brauchen wir nicht zur Nachtzeit, da brauchen diese gefahrenerhöhenden Momente nicht dazuzukommen, da wird es per se abgenommen. Ja, vielen Dank. Herr Bonnet, ein Vorschlag. Vielleicht hat jemand ja ausdrücklich eine Sachfrage von Ihnen. Wir haben vielleicht nicht alles angesprochen. Gibt es aus Ihrem Kreis eine Frage an die beiden Experten? Die beiden bleiben noch den Abend über hier. Es gibt auch nachher noch die Möglichkeit zu fragen. Bitte schön. Wir haben ja ein Mikro. Hallo, guten Abend. Mich würde interessieren, ob den Personen, denen man etwas wegnimmt, Messer, Waffen, was auch immer, ob die das später wieder zurückbekommen, ob die dann Recht dazu haben oder ob das für immer einbehalten bleibt. Das im Ordnungswidrigkeitsverfahren ist beides möglich, es kann zurückgegeben werden, aber in der Regel werden die Waffen eingezogen bzw. beschlagnahmt im Rahmen des Ordnungswidrigkeitsverfahrens. Das ist der Regelgrundsatz. Ja, vielen Dank an die beiden Herren. Wie gesagt, Sie bleiben uns erhalten, nehmen unten Platz und wir müssen jetzt hier auch ein wenig Platz machen für den nächsten Programmpunkt. Hoffentlich kriegen wir das unfallfrei hin. Herr Bonnet lebt jetzt ein bisschen gefährlicher als ich, denn er wird den nächsten Programmpunkt moderieren. Wir haben uns überlegt, dass viele von uns vermutlich, und Gott sei Dank, nie in eine solche Situation geraten werden, vor der hier gewarnt wird. Deshalb fanden wir es einen tollen Einfall von unseren Mitveranstaltern, doch einmal von Profis, von Polizisten vorführen zu lassen, was da abgehen kann. Und deshalb sind wir besonders dankbar, dass Guido Nink und Thorsten Krämer, die beiden Polizeihauptkommissare, jetzt mit Herrn Bonnet zusammen vorführen werden, was das bedeutet, mit einem Messer umzugehen. Vielen Dank und bitteschön. Bitte einmal nach vorne. Gibt es noch Freiwillige aus dem Publikum? Ich sehe jetzt nicht, dass die Finger nach oben gehen und ich gehöre auch selbst nicht zu den Freiwilligen und bin ganz froh darüber, denn was Sie uns jetzt zeigen werden, Herr Krämer, ist ja nicht ganz ohne. Der Einsatz von Messern kann ja schwere Folgen haben und was wollen Sie uns jetzt genau demonstrieren? Ja, wir möchten einfach mal eine ganz banale Situation vor Augen halten, und zwar anhand eines Beispiels. Der Herr Nink geht die Straße lang, von mir aus in der Kirchgasse als Beispiel, und ich vertrete jetzt den Bösen und gehe jetzt mal rabiat gegen ihn vor. Und danach gucken wir mal, was in meinem Kopf vorgegangen ist und wie sich Herr Nink dann gefühlt hat.
Also, das müssen wir ihn eigentlich erstmal fragen, wie hat er sich gefühlt, Henning? Also, ja? Mach ruhig. Genau. Und dann gehen wir gleich nochmal in die Zeitlupe, glaube ich, für alle, die das so schnell jetzt nicht gesehen haben. Ja, für mich war das, zuerst hat man da so eine Schrecksekunde und dann laufen da ganz viele Entscheidungsprozesse ab. Also man muss zuerst was wahrnehmen, man muss was beurteilen und man muss sich für irgendwas entscheiden. Und das alles innerhalb kürzester Zeit. Da ist Bewegung, da ist ein Gegenstand, ist das ein Messer, ist das ein Angriff, was muss ich denn jetzt machen? Will ich mich verteidigen, will ich flüchten? Habe ich vielleicht einen Gegenstand dabei, den ich zu Hilfe ziehen kann? Kann ich mit irgendwas, mit der Handtasche schlagen, mit meinem Spazierstock oder ähnliches? Und also Sie haben gesehen, wie kurz das hier gedauert hat und was alles in dem Kopf von einer angegriffenen Person da eben vorgeht. Und wenn man das jetzt in Relation dazu setzt, dass wir da einen Straftäter haben, der im Vorhinein einen vorgefassten Entschluss hat, dann kann man schon zu dem Ergebnis kommen, sowas, da kann man sich schlichtweg oder nahezu nicht mehr verteidigen. Das waren meine Eindrücke aus der Kürze der Zeit. Würden Sie uns das noch einmal etwas langsamer, quasi in Zeitlupe vorführen? Also meine Idee war natürlich, bei ihm einen Zeitpunkt zu erwischen, wo er sich nicht wehren kann. Ja? Das ist ja das Gemeine an der Sache. Na, wir gehen jetzt mal vor. Ich habe probiert, etwas aus seinem Blickwinkel herauszugehen, um ihn quasi eiskalt zu überraschen. Das Messer ziehe ich auf dem Weg dorthin, sodass er es spät wahrnehmen kann. Zuerst habe ich ihn im Bauchbereich erwischt. Das gibt schon mal erhebliche Verletzungen. Dann hat er eine Verletzung im Armbereich. Auch das führt zu Bewegungseinschränkungen. Danach folgte ein Stich in die Nieren. Und dann am Ende folgten einfache Stiche in seinen rückwärtigen Bereich. Könnte das tödlichen Ausgang haben? Ja, auf jeden Fall. Ja, also das wurde auch bewusst so ausgewählt, dass das gar nicht so spektakulär aussieht. Wir haben gesehen, dass so eine einfache Stichbewegung jeder eigentlich kann. Ja, also eine hohe Kampfkunst ist hierfür nicht nötig, um jemanden so zu Schaden zu bringen. Wenn ein Messer eingesetzt wird, wird dann in der Regel mehrfach zugestochen? Ja. Also wenn es einer wirklich ernst meint, so ein ganz schlimmer Täter, der setzt das mehrfach ein, ist auch bekannt in den Kreisen als Nähmaschine. Bei einem Teppichmesser sind es ja keine Stichwunden, sondern dann eben andere Wunden, die zugefügt werden, wie sähe das in etwa aus? Ja, also bei so einem, es gibt ja unterschiedliche Arten von Messern. Bei einem Tapetenmesser als Beispiel muss ich natürlich dicht rangehen. Ja, da bietet sich an, mehr im Halsschlagaderbereich zu arbeiten. Größere Messer können natürlich mehr aus der Distanz erheblichen Schaden anrichten. Wenn jetzt so jemand ankommt, Sie haben mir eben gesagt, wie Sie sich dabei gefühlt haben und Sie haben gesagt, das ging so schnell, viele Möglichkeiten hatten Sie da nicht, aber gibt es trotzdem Empfehlungen, was Sie tun, wenn Sie das Messer jetzt vielleicht doch vorher wahrnehmen? Wir wollen jetzt nochmal ganz kurz demonstrieren, was einem eigentlich nur bleibt in der Kürze der Zeit. Das ist nicht viel und dann werden wir auf diese Frage nochmal antworten. Okay. Ich weiche dem Messer ein bisschen aus. Ja, ich habe da durchaus Respekt. Keine Angst. Wir sind uns einig, wenn es der Täter geschafft hat, ganz dicht heranzukommen wie ich jetzt, dann sieht es schon mal schlecht aus für ihn. Ne?
Also da sich jetzt noch zu wehren mit den Verletzungen, ist halt kaum noch möglich für den Normalbürger. Ich gehe jetzt mal weiter weg, mal gucken, was ihm dann einfällt. Ja, jetzt haben wir gesehen, er hatte eine Idee. Guido, schilder doch mal. Ja, wie Sie gesehen haben, so diese landläufige Empfehlung, das ist ein Messer, sieh zu, dass du Abstand gewinnst, hat prima funktioniert. Bis zu der Ecke dann da vorne, ja, das sah dann doch nicht mehr so ganz glimpflich aus. Also das heißt, am besten, so schnell wie es geht, einfach davonlaufen? Wie gesagt, davonlaufen geht halt nicht immer. Es geht ja einiges in ihm vor. Er muss ja eine Entscheidung treffen. In dem Fall war es die falsche. Jetzt gucken wir mal, was er noch für eine Idee hat. Geh mal noch weiter weg. Fragen Sie ihn mal, was er sich jetzt dabei macht. Wie haben Sie jetzt reagiert? Schildern Sie es uns. Ja, ich habe mal probiert, an meinen Pfefferspray zu kommen, was ich immerhin schon griffbereit in der Tasche gehabt habe. Ja, also selbst wenn jemand das trainiert, geübt ist, dann ist noch die Frage, trifft er mit dem Strahl, erzielt das eine Wirkung, kann das einen Angreifer überhaupt stoppen? Und das ist auch wieder mit dieser Erwartungshaltung. Er weiß, was er davor hat und ich muss unter Umständen noch meine Handtasche aufmachen, um das Verteidigungsmittel rauszuholen. Also auch hier habe ich wieder verloren. Ja, das war quasi schon diese überfallartige Variante. Wir haben ja auch mitbekommen, die nächste Variante ist im Rahmen einer Schlägerei, wo auf einmal das Messer gezückt wird. Gucken wir mal, was da passiert. Okay. Das heißt, auch hier bleibt ihm gar nicht viel. Das Einzige, was er geschafft hat, war nochmal irgendwie die Hände nach oben zu kriegen. Und ja, auch da hat er verloren. Wir gucken uns einfach vielleicht mal ein paar Bilder an, wie er jetzt aussehen könnte. Das, meine Damen und Herren, ist der Hinweis, den Stefan Schröder eben schon gegeben hat. Tatsächlich zeigen wir Ihnen jetzt drei Folien mit Bildern, die durchaus blutig sind. Wenn Sie das nicht sehen möchten, sollten Sie jetzt die Augen schließen. Ansonsten zeigen wir jetzt einmal die drei Folien. Ja, die Bilder sind an sich selbstredend. Hier sehen wir diese Stichverletzung. Und ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, auch für uns das zu sehen. Jetzt gucken wir mal, wie die so Abwehrverletzungen aussehen. Hier sind dann die Finger, ja, zu sehen, mit denen er sich schützen wollte. Darf ich nochmal fragen, was für Messer waren denn das, die da im Einsatz waren? Wie groß waren die jetzt geschätzt? Kann man das hier anhand der Wunden erkennen? Waren das Buschmesser oder Nein, da ist so alles eins, wie dabei. Sie es jetzt gerade hatten? Genau, da ist alles Mögliche dabei. Das sind kleine Messer, man muss sich ja vorstellen, wenn man hineinsticht in den Körper, je nachdem, wie ich das Messer wieder rausziehe, sieht die Wunde auch ein bisschen anders aus. Also, was da jetzt genau für Messer im Spiel war, das kann ich jetzt gar nicht genau beurteilen. Okay. Aber wichtig ist auch, dass man kleine Messer eben nicht unterschätzt. Auch die können halt erhebliche, ja, Schäden verursachen und man muss wissen, jede Auseinandersetzung, wo ein Messer dabei ist, ist immer lebensbedrohlich. Ja, davon muss man ausgehen. Okay, Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für Ihre Demonstration. Ich glaube, es ist für alle
beeindruckend gewesen, allerdings auch, möchte, glaube ich, niemand von uns in eine solche Situation kommen. Das wurde, glaube ich, auch deutlich. Die Abwehrmöglichkeiten sind dann doch relativ beschränkt. Ganz herzlichen Dank, das noch einmal Ihr Applaus. Und jetzt starten wir mit unserer Podiumsdiskussion und räume dafür ganz kurz hier noch die entsprechenden Tische nach vorne. Für unsere vier Protagonisten, die Ihnen Stefan Schröder jetzt ankündigen wird. Ja, wir haben eingangs schon gesagt, das wird jetzt eine politische, eine Diskussionsrunde und deshalb lade ich als erst zu mir auf die Bühne den Bürgermeister der Stadt Wiesbaden, Oliver Franz. Ach, Herr Franz. Seinerzeit in der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung hat er am deutlichsten gegen eine Waffenverbotszone gesprochen. Es war Ingo von Sehm für die Linke und die Piratenfraktion. Den bitten wir jetzt auch auf die Bühne. Bitte schön. Hallo. Dann haben wir uns gedacht, wir nehmen Vertreter, Repräsentanten von Zielgruppen, die in irgendeiner Weise auch von dieser Waffenverbotszone betroffen sein könnten. Ob das so ist, wie das ist, das wissen wir nicht. Das ist eine ganz offene Veranstaltung. Ich bitte zu mir auf die Bühne Adriana Shaw, die Stadtteilmanagerin im Westend ist und für das Westend sozusagen spricht, das ja auch zum Teil betroffen ist. Last but not least, Manfred Kinzer, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Landeshauptstadt. Hallo. Hallo, Herr Kinzer. Herr Franz, Sie haben seinerzeit wesentlich diesen Vorschlag unterstützt, auch in der Kooperation dafür gestimmt. Was hatte Sie damals veranlasst, auch den Vorschlägen des Polizeipräsidiums beispielsweise zu folgen? Also wir haben uns die Lage ja sehr gründlich angeschaut. Der Polizeipräsident hat das eben sehr kurz gemacht. Diese Karte mit verschiedenen Punkten ist sehr gründlich analysiert worden. Wo hat man über einen längeren Zeitraum eine Häufigkeit von Straftaten? Das hat eine ganze Zeit in Anspruch genommen, weil solche Daten zu erheben und auszuwerten heißt ja, man muss sich mit jedem erfassten, mit jeder erfassten Straftat dann beschäftigen in einem bestimmten Gebiet. Und dann war ein für mich wichtiger politischer Ausschlaggrund, dass wir in der Jugendstudie, die Landeshauptstadt Wiesbaden regelmäßig durchführt, ein Ergebnis hatten, das mich jedenfalls überrascht hat. Da haben nämlich erstmals auch jüngere Menschen gesagt, dass sie zu bestimmten Tages-, genau genommen Nachtzeiten, die Fußgängerzone meiden, insbesondere junge Mädchen. Dass ältere Menschen, so langsam zähle ich mich selber dazu, sich so eine gewisse Kriminalitätsfurcht haben, ist normal. Das muss man, ist klar, man hat mehr Lebenserfahrung, man sieht mehr Bedrohungen. Aber wenn junge Menschen schon sagen, ich fühle mich dort nicht sicher, dann besteht ein Handlungsbedarf. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, wir gucken uns die Daten genau an, werten das aus, kamen zu diesem Vorschlag und haben dann mit diesen beiden Rechtsgrundlagen, das will ich nochmal sagen, sind ja zwei Teile. Einmal geht es um Waffen. Das ist auch der Titel dieser Verbotszone, Waffenverbotszone. In Sache geht es aber hauptsächlich um sogenannte gefährliche Gegenstände, die normalerweise eben nicht verboten sind und die eben auch diese Verletzungen herbeiführen können, die eben Herr Krämer vorgeführt hat an Herrn Link. Und ich will das nochmal in der Deutlichkeit sagen, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. In all den durchgeführten Angriffen von Herrn Krämer auf Herrn Link hätte Herr Nink fast keine Überlebenschance gehabt, wenn nicht sehr, sehr schnell ein Rettungswagen vor Ort ist, weil sie innerhalb von Minuten verblutet sind. Und das wären also im Prinzip jedenfalls alles Angriffe gewesen, die geeignet sind, das Opfer zu töten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dagegen vorgehen. Letzter Satz, die Waffe, die Haupttatwaffe für Tötungsdelikte in Deutschland ist das Messer. So, und deshalb wollten wir dagegen vorgehen. Danke, ich bin bewaffnet. Wir melden jedes Jahr ganz artig, die Verbrechensstatistik fällt wieder ein bisschen günstiger aus als im vergangenen Jahr. Wir gehören, weiß Gott, nicht zu den
kriminellsten Städten Deutschlands. Da steht Frankfurt an der Spitze bei der Pro-Kopf-Kriminalität, Berlin, Hannover, Dresden an Stelle 4. Warum ausgerechnet wir? Ist das nicht womöglich auch für die Öffentlichkeit ein Signal? Mein Gott, eine Waffenverbotszone, was ist das für eine Stadt? Kann ich da überhaupt noch zu einem Ärztekongress fahren? Also das haben wir uns auch überlegt, welches Signal sendet eine solche Waffenverbotszone, und deshalb haben wir auch ein Präventionsprojekt unterlegt. Das war ja einer der Punkte in unserem 10-Punkte-Programm, dass das gerade auch an Schulen vermittelt wird. Warum machen wir die Waffenverbotszone? Weil wir der Meinung sind, dass das wichtigste Recht, das der Bürger oder die Erwartung, die er an den Staat haben kann, ist, dass der Staat alles dafür tut, dass er sicher ist, dass er vor Kriminalität geschützt wird. Und da ist uns ein erwägenswertes Instrument erschien, die Sicherheitslage zu verbessern, haben wir davon Gebrauch gemacht. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, die man eben gesehen hat, über 100 gefährliche Gegenstände sind halt schon über 100 zu viel. Und aus mit jedem dieser Gegenstände, die wir dort eingesammelt haben, hätte eine lebensbedrohliche oder vielleicht sogar tödliche Verletzung ausgelöst werden können. Was wir uns angucken wollen, wir wollen es ja evaluieren in 3 Jahren, ist, schaffen wir es auch eine Wirkung in die Klientel hineinzutragen? Es ist nicht erforderlich und nicht sinnvoll, Messer mitzunehmen. Ihr tut euch selbst keinen Gefallen dabei. Und wir gehen dem nach. Wir haben ja eine massive Präsenz aufgebaut. Und das muss man auch sagen, völlig unabhängig von den Messern, verspreche ich mir von der massiven Präsenz Uniformierter in der Stadt auch eine Steigerung des Sicherheitsgefühls. Sicherheitsgefühl ist früher eine Kategorie gewesen, da hat man gesagt, wir haben doch hier objektiv die Zahlen, was soll der Quatsch mit Gefühl? Nein, wir wissen heute, die Leute entscheiden die Frage, ob der Vater seiner Tochter sagt, es ist gut, in der Fußgängerzone nachts auszugehen. Der studiert ja nicht die amtliche polizeiliche Kriminalstatistik und stellt fest, befriedigender Befund oder guter Befund, Landeshauptstadt Wiesbaden in der Vergleichsgruppe auf Platz 3 oder 4 in Deutschland, sondern der verlässt sich auf das, was andere sagen. Mhm. Und wenn Menschen sich nicht sicher fühlen und darüber reden, ist das insgesamt nicht ungefährlich für die Stadt, weil sich dann sozusagen die Durchmischung des Klientels der Stadt verändert. Es sind dann eben andere Leute unterwegs, und das wollen wir gerade nicht. Die Fußgängerzone gehört allen, und wir wollen vom Prinzip her, dass jede Bürgerin und jeder Bürger, der in der Fußgängerzone unterwegs sein kann, das auch weitgehend gefahrlos tun kann. Herr von Seemann, Sie schütteln mit dem Kopf, bei Ihnen regt sich Widerstand. Der hat sich auch schon seinerzeit geregt, als Sie nämlich im Stadtparlament von Die Linke Piraten dagegen gestimmt haben. Warum halten Sie nichts von der Zone? Es wurde eben schon mal gesagt, Wiesbaden gehört zu den sichersten Städten in ganz Deutschland. Wenn man sich vergleichbare Städte anguckt, sind wir, glaube ich, auf Platz 2. Wir haben kein Kriminalitätsproblem. Wir haben auch in den Bereichen kein Problem, in denen eben diese Kontrollen stattfinden. Die Kontrollen kosten sehr, sehr viel Geld. Es wird sehr viel Personal eingesetzt, was uns an anderen Stellen eben fehlt. Und ich halte einfach anlasslose Kontrollen für einen so massiven Eingriff in die Freiheitsrechte, die stehen auch mit den Ergebnissen in keinem Zusammenhang. Also wir haben es ja auch gehört, 98% aller Kontrollen sind völlig ergebnislos. Also da werden Menschen nachts, müssen sich an der Wand stellen, werden abgetastet, da werden Kapuzen abgetastet, da wird ins Portemonnaie geguckt, da werden persönliche Daten aufgenommen, und am Ende sind 98% eben zwecklos, und das halten wir für keinen guten Einsatz unserer Ressourcen. Im Oberbürgermeisterwahlkampf, wo Sie kandidiert hatten, hatten Sie hier genau auf dieser Bühne seinerzeit auch gesagt, da entstehen Überstunden bei der Polizei, die könnten deutlich sinnvoller eingesetzt werden. Nun hat aber jetzt gerade die Gewerkschaft der Polizei anders argumentiert und hat gerade mit der eben nicht Anlassbezogenheit eben für sich ein Mittel gesehen, um eben Personen zu überprüfen. Was sagen Sie denen? Naja, die Argumentation kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Also man sagt ja dann, wir brauchen keinen Anlass, also wir sparen uns da Bürokratie. Das ist jetzt die einzige Sache, die ich da, nachvollziehen kann in der Argumentation. Aber es stimmt eben nicht, dass da irgendwas eingespart wird. Ganz im Gegenteil, es wird alle 2 Tage eine Kontrolle durchgeführt. Wir haben es gehört mit 15, 20 Polizisten, die dort eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite hören wir gerade aus den Vororten, bei uns ist nie etwas los. Bei uns
sonst braucht die Polizei eine Stunde, bis sie da ist, wenn es irgendeine Ruhestörung gibt. Die Leute fühlen sich alleingelassen, wenn wir nach AKK gucken, wenn wir nach Schierstein gucken, wenn wir nach Frauenstein gucken, da ist halt eben überhaupt keine Präsenz mehr da, weil man eben 98% sinnlose Kontrollen in der Innenstadt durchführt und das kann nicht sein. Glauben Sie, die Jugendlichen, die Sie eben auch zitiert hatten, fühlen sich gegängelt durch solchen Kontrollen? Oder gibt es nicht diejenigen, die auch sagen, da fühle ich mich jetzt sicherer, wenn ich mich abends um 2 Uhr noch in der Stadt aufhalte, vielleicht gerade junge Frauen? Es gibt sicherlich die Leute, die sich dadurch sicherer fühlen und es gibt sicherlich auch die Leute, die sich dadurch gegängelt fühlen. Also ich persönlich gehöre zur zweiten Gruppe. Ich habe mich in Wiesbaden schon immer sicher gefühlt und glaube auch, Wiesbaden ist sicher und ich wohne im Westend, also in der Hermannstraße. Da hört man immer, es sei irgendwie Gefahrenschwerpunkt, das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Und wir hören das vielleicht auch noch von Frau Schorn nachher, die ja Stadtteilmanagerin im Westend ist, dass es ein sehr, sehr sicheres Viertel ist und da die Gefährdung nicht besonders hoch ist. Und die Gängelung findet natürlich statt. Und das sehen wir, 98% aller Kontrollen haben kein Ergebnis. Haben Sie die Karte gerade gesehen? Herr Müller hatte uns ja gezeigt, es gab diese Vorfälle, die sich in einem bestimmten Viertel gehäuft haben. Sagen Sie, das ist, wie soll ich sagen, Kollateralschaden in einer lebendigen City, das gehört dazu. Das sind ja auch ganz verschiedene Delikte, da sind vielleicht auch, weiß nicht, Handtaschenräuber dabei. Oder sagen Sie, ich hätte eine Alternative, also es sind ja nun diese Waffen gefunden worden und es gibt ja Leute, die sagen, jedes Messer ist eines zu viel, was dort womöglich auch mal eingesetzt wird. Hätten Sie eine Alternative, um solch eine Verbotszone zu vermeiden und trotzdem den Menschen ein sicheres Gefühl zu geben? Ja, das ist so ein Ding mit der gefühlten Sicherheit. Die hat sich seit Einführung der Waffenverbotszone verschlechtert. Also wir hatten eine Befragung davor, wir hatten inzwischen noch eine Befragung, sind die Werte noch schlechter gewesen. Das heißt, die Menschen... Frage, wer ist wir? Die Landeshauptstadt Wiesbaden macht diese Befragung immer und die Befragungen zeigen ganz klar, die ist nicht besser geworden und wir haben keine bessere gefühlte Sicherheit dadurch. Ich hoffe, das wird sich dann in der Evaluation auch nochmal zeigen und wir sind aber eine Großstadt und in einer Großstadt wird es Verbrechen immer geben und die Waffenverbotszone verhindert kein einziges Verbrechen. Diese Messer, die da gefunden werden, das ist überhaupt nicht klar, ob die jemals zum Einsatz gekommen werden, ob die in der Tasche vergessen wurden, was damit geschehen wäre, wenn man sie eben nicht konfisziert hätte. Also da immer zu unterstellen, da wäre etwas passiert. Der letzte Vorfall, der mit Messern, wo es wirklich einen tödlichen Angriff gab, der ist schon ein bisschen her und da war es, glaube ich, ein Polizeianwärter, der das Messer geführt hat. Deswegen würde ich jetzt grundsätzlich keinen Schluss ziehen, dass Polizeianwärter irgendwie gefährlicher sind als normale Menschen. Der war ja auch nicht im Dienst. Ja, das wäre auch noch schöner gewesen. Aber diese Waffenverbotszone hat eben keinen Effekt auf die Kriminalität. Also wir müssen uns das auch anschauen. Aber Sie können sich dieselbe Karte, können Sie sich nächstes Jahr angucken. Und da werden Sie dieselben Punkte an denselben Stellen finden. Das hat was mit dichter Bebauung zu tun. Das hat was damit zu tun, wo viele Menschen leben. Da passieren eben auch mehr Verbrechen. Und dann gucken Sie sich mal eine Karte von Berlin an. Gucken Sie sich mal eine Karte von Dresden an. Ja, da sehen Sie gar nicht mehr die Straßennamen vor lauter Punkten. Und da sind so Zonen dann vielleicht eher angebracht. Und in Berlin gab es auch so eine Zone, die wurde dann wieder verboten, weil gesagt wurde, das ist kein Mittel, um irgendwie für Sicherheit zu sorgen. Also wir halten fest, grundsätzlich sind Sie nicht gegen eine Waffenverbotszone, sondern Sie sind gegen eine in Wiesbaden. Ich bin Stadtverordneter in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung. Ja. Entsprechend entscheide ich nur für die Stadt Wiesbaden und nicht für die Stadt Dresden. Ja, vielleicht werden Sie mal Bundestagsabgeordneter. Ja, und als in Berlin. Ja, Bundestagsabgeordneter ist ja zwangsläufig in Berlin. Ne? Genau. Ja. Aber auch da würde ich das den Kommunalpolitikerinnen vor Ort überlassen, das zu entscheiden. Ich halte aber grundsätzlich Waffenverbotszonen für keinen guten Weg, um Kriminalität irgendwie zu bekämpfen. Mhm. Aber wenn man sagt, man hat irgendwo eine schwierige Klientel, die dadurch auffällt, dass sie pöbelt, dass sie alkoholisiert ist, dann ist für mich Straßensozialarbeit das Mittel der Wahl. Dann brauchen wir dort eben andere Instrumente und Repression hat noch nie zu etwas geführt, außer zu einer Verlagerung der Gewalt. Aber als Hilfe oder als Lösung betrachte ich das nicht. Mhm.
Frau Schorr, Sie sind Stadtteilmanagerin im Wiesbadener Westend. Wenn Sie das hören, bestätigt sich das? Ich meine, das Westend ist ein sehr buntes Viertel, auch manchmal als Problemviertel dargestellt, andererseits auch eins von kultureller Lebendigkeit. Jetzt haben Sie zwei ganz unterschiedliche Statements gehört zur Waffenverbotszone. Was ist Ihre Erfahrung im Westend? Gut, meine Erfahrung ist positiv. Also ich fühle mich im Westen nicht unsicher und das bestätigen auch die Leute, die vor Ort wohnen. Ich habe nämlich gestern und heute eine Blitzumfrage gemacht bei den BewohnerInnen, wie sie sich im Stadtteil fühlen und prinzipiell ja, fühlen sie sich sicher. Und ich finde auch, dass durch eine Waffenverbotszone im Stadtteil wird ein falsches Bild vom Stadtteil vermittelt, nämlich es ist ein gefährlicher Ort. Und das sind wir nämlich nicht oder nicht. Ich würde es nicht so pauschalisieren. Genau, es kann immer mal was vorkommen, aber es passiert im Westend, genauso wie in Biebrich oder in Dotzheim. Und zu meiner Aufgabe als Stadtteilmanagerin gehört natürlich auch die Imageverbesserung des Stadtteils. Und das wird halt natürlich durch eine Waffenverbotszone nicht so erreicht, wie gemeint. Außerdem, indem wir eine Zone oder bestimmte Straßen oder Stadtteile so stigmatisieren als gefährliche Zone, als Waffenverbotszone, das kann dann natürlich dazu führen, dass Menschen diese Orte auch vermeiden wollen. Es ist ja letztlich geformt worden in der Darstellung, haben wir es am Anfang gesehen, durch die vielen einzelnen Straftaten, die eben stattgefunden haben, hat sich das ja schon durchaus mit ins Westend hinein gespielt. Also dort hat man gesehen, wenn Sie sich hier die einzelnen Punkte anschauen, dass das Westend durchaus betroffen ist. Wie erklären Sie sich das dann? Und vielleicht auch der nächste Punkt, wenn die Waffenverbotszone aus Ihrer Sicht nicht die Lösung ist, wie schafft man es dann letztlich, wir haben gehört über Sozialarbeit, aber wie schafft man es, dass eben die jungen Leute keine Messer bei sich führen? Denn ich glaube, da hängt, ist auf jeden Fall Einigkeit, dass wir uns alle wünschen, dass weniger Leute jedenfalls mit Messern in der Stadt unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich höre auch immer wieder das Thema Messer. Sprechen wir von einer Messerverbotszone oder ist es eine Waffen- und waffenähnliche Verbotszone? Mhm. Weil ich habe noch nicht die Statistik mir angeschaut, wie viele Straftaten mit Schraubenziehern oder Brieföffner bisher gab. Finde ich auch ein spannendes Thema. Das heißt, Sie finden, das ist zu breit gefasst? Also aus Ihrer Sicht sollte man es, wenn, auf Messer konzentrieren? Höre ich das raus? Oder? Das will ich nicht behaupten, aber ich bekomme den Eindruck, dass es vor allem um Messer geht. Mhm. Genau. Und ich finde, so eine Waffenverbotszone kann nicht allein die Lösung sein, sondern es gibt weitere Maßnahmen, die auch im Angriff genommen werden sollten, nämlich Aufklärungsarbeit. Also wenn wir sagen, die Statistik zeigt, dass immer mehr junge Männer sich bewaffnen, wäre meine Frage, was ist der Grund dazu? Mhm. Und vielleicht auch versuchen, das aufzuklären und weitere Lösungen zu finden, gemeinsam auch mit den Akteuren. Vielleicht kann Herr Franz nachher noch mal was zu diesem Programm sagen, bei dem ja die Waffenverbotszone nur eines, ich glaube, von 10 Punkten ist. Ja. Vielen Dank, Frau Schorr. Herr Kinzer, sehen Sie das genauso? Fühlen sich auch die älteren Menschen sicher und haben kein Problem und ist denen sozusagen die Waffenverbotszone wurscht? Also ich muss davon mal ausgehen oder von zwei Seiten sprechen. Einmal meine persönliche Meinung und einmal was innerhalb des Seniorenbeirats, also diesbezüglich läuft. Herr Dr. Franz, mit dem arbeiten wir schon seit 6 Jahren intensiv zusammen und haben immer darauf hingewiesen, unsere Seniorinnen und Senioren fühlen sich unsicher. Sie müssen hier etwas tun. Es muss mal was gemacht werden. In allen unseren Jahresberichten, die wir getätigt haben, haben wir immer den Hinweis also gegeben darauf. Jetzt zur Waffenverbotszone, jetzt allgemein. Ich habe ja eben gelesen an der Statistik, dass älter als 30 Jahre sind 28%. Jetzt wäre es natürlich auch mal für uns interessant, wie viele sind denn davon über 60 Jahre? Und das würde ich doch sagen, das sind bestimmt nicht allzu viele. Null, wie Sie sagen. Das ist ja für mich schon mal interessant, dass es überwiegend
die 30-Jährigen, lassen es bis 40- oder 50-Jährigen sein, aber die Senioren, warum? Vielleicht gehen sie abends dann um 20 Uhr zur Tagesschau nach Hause oder zum 21 Uhr sind sie nicht mehr in der Waffenzone, also drin. Zu dem Thema Waffenzone, persönlich finde ich, gehört die Waffenzone, jetzt wird vielleicht von links geschlagen, sogar noch ausgeweitet. Mir ist dieser Bereich, ist der mir... Der schlägt nicht. Ja, ja. Der streichelt nur. Der Bereich, ich habe aber auch hier was dabei, da sage ich gleich was dazu. Das sehen ausgeweitet, ich sage mal, historisches Fünfeck, der warmen Damm, das ist meine Meinung. Was natürlich auch vorteilhaft ist, dass die Stadtpolizei kräftig personell erhöht worden ist. Das finde ich ganz toll. Das hat auch der Seniorenbeirat immer wieder gefordert. Wir vertreten 76.000 Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger. Das ist also 25% der Wiesbadener Bevölkerung ist über 60 Jahre alt. Und aus dem Grunde sehe ich es schon zum Vorteil, dass also die Waffenverbotszone ausgeweitet wird, dass verstärkter Kontrolle gemacht werden, auch wenn ich kontrolliert werde. Ich habe mir jetzt nichts zu Schulden kommen lassen. Ob es eine Kamera ist, die mich hier beobachtet, wenn ich kein schlechtes Gewissen habe, was soll's? Dann stelle ich mich hin, hebe mal die Arme und lasse mich dementsprechend untersuchen, wenn man meint. Aber auch da wäre mal die Frage dann an den Herrn Erkel, wie viel Ältere werden von Ihnen kontrolliert? Sind es überwiegend nur die jungen Leute oder haben Sie natürlich auch die Älteren dabei? Nachfrage, Herr Kinzer. Sie haben eingangs gesagt, jedes Mal haben wir dem Franz gesagt, unsere Senioren fühlen sich unsicher. Was macht nach Ihrer Einschätzung, vielleicht auch nach Nachfragen, diese Unsicherheit konkret denn aus? Ist es mangelndes Licht? Sind es dunkle Gestalten, sind es tatsächlich faktisch Angriffe auf die Person, die zu solchen Gefühlen führen, oder ist es vielleicht einfach nur ein Gefühl, was man nicht belegen kann? Ich würde mal sagen, es sind vor allen Dingen also dunkle Ecken. Ich denke an mich jetzt persönlich. Ich bin groß und kräftig, habe eigentlich keine Angst, aber wenn ich das Rathaus nach einer Stadtverordnetenversammlung oder nach einer Ausschusssitzung abends um 10:30 verlasse, dann schaue ich schon, wo ich gehe, wie ich also laufe. Dann laufe ich halt mal vor bis zur Friedrichstraße, gehe die Friedrichstraße hoch, um zu meinem Parkplatz zu kommen. Und wenn mir jemanden begegnet mit zwei Personen oder drei Personen, auch sogar bei einer Person, dann gehe ich persönlich schon auf die andere Straßenseite, einfach das zu vermeiden. Also ich habe persönlich ein kleines Unsicherheitsgefühl, was mir keiner nehmen kann. Ich muss es durch Kirchenröllchen zu meinem Parkplatz. Das ist eine dunkle Ecke. Ja, dann gucke ich immer, es gehen gerade ein paar Leute so irgendwie durch. Also ich achte schon also drauf. Ja. Und dann bin ich auch dann mal froh, wenn man dann mal von der Stadtpolizei einfach mal zwei, drei Mann hier sieht. Und das ist wichtig. Die Stadtpolizei muss hier präsent sein. Auch eventuell die Landespolizei. Aber die Polizei muss hier durch Wiesbaden laufen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Lassen Sie mich gerade hier mal auf das kleine, das ist so ein Flaschenöffner mit einem Korkenzieher und ein kleines Messer. Da ist ja wohl keine Reklame drauf, ne? Nein, ist keine drauf. Ja. Sehen Sie von der Seite, ja, ist genau. Gut. Das fällt unter die dementsprechend Kontrolle, ist ein kleines Messerchen, würde mir abgenommen werden und ich müsste eventuell eine Strafe bezahlen. Aber jetzt sage ich Ihnen was, deswegen habe ich auch nach den älteren Leuten gefragt. Viele ältere Leute haben so ein Messerchen bei sich. Warum haben sie das? Ich sage immer, die haben eine schlechte Haftcreme für ihr Gebiss und wenn die unterwegs sind, und dann schneiden die sich etwas, dann schneiden die sich mal ein Brötchen oder eine Wurst oder in ein Äpfelchen. Deswegen überwiegend und vor allen Dingen Männer. Frauen haben das nicht, aber Männer haben überwiegend ein Taschenmesser dabei. Und denen kann man halt nur raten, geht nicht durch die Fußgängerzone. Man kann ja dann gerade nebendran durch die Neugasse gehen. Das ist ja für mich auch das Komische da dabei. Der Erkel findet sie alle. Ja, aber durch die Neugasse darf er gehen, da darf ich das dabei haben. Oben in der Kirchgasse und Langgasse darf ich das nicht haben. Das ist das ja, von ja, der Seite her. Wenn ich im Westend wohne, also wenn ich von der Stadtverordnetenversammlung nach Hause gehe, das ist ja auch schon immer spät, ich muss durch die Waffenverbotszone laufen, zwangsläufig, sonst komme ich nämlich gar nicht in meine Wohnung, ist egal, wie ich laufe.
Was sagen Sie denn? Ja. Und unser Fraktionsvorsitzender hat immer ein Taschenmesser dabei. Warum hat er das denn dabei? Also schildern Sie uns mal, warum hat er ein Taschenmesser dabei? Naja, es ist, das müssen Sie am besten selbst sagen, aber es ist, er benutzt es zum Beispiel sogar in der Fraktionssitzung zum Apfelschneiden. Und ich meine, wofür hat man sonst ein Taschenmesser dabei? Man benutzt es zum Apfelschneiden, man benutzt es, wenn man es braucht. Ich habe früher das dabei gehabt, und zwar, weil ich nicht so der Biertrinker bin, deswegen. Ja, weil man einfach, wenn man dann unterwegs ist und man hat eine Flasche Wein und man hat halt nicht den billigen zum Auftrinken gekauft, dann will man das aufmachen und dann hat man sowas dabei und das hat man dann natürlich auch nach 22 Uhr dabei. Und wegen so etwas, ich meine, wen wollen Sie denn damit bedrohen? Da jetzt 250 Euro Strafe zu zahlen oder 150 Euro Strafe zu zahlen, das finde ich lächerlich. Wir haben ja den Experten hier, ich habe jetzt den Herrn Erkel zugeschaltet. Wie gehen Sie denn in so einem Fall mit dem Passanten Ingo von Semen oder mit dem Herrn Kinzer um? Ich hatte es vorhin schon einmal angesprochen, ich unterstelle den Kräften der Landespolizei genauso wie den Kräften der Stadtpolizei, dass alle eingesetzten Kräfte wissen, was ermessen ist nach dem Opportunitätsprinzip und dass die ja auch wissen, wie man damit umgeht. Bei den Messern habe ich gesagt, in der Gefahrenabwehrverordnung steht drin, Messer jeglicher Art. Das würde bedeuten, dass es gegebenenfalls auch dann bei dem Seniorenbeiratsvertreter oder auch beim Herrn Seben zu einer Sicherstellung käme, ob es ein Bußgeld. Aber nur des Messers, nicht der Person. Nur des Messers. Und ob es dann ein Bußgeldverfahren gibt, das würde dann das weitere Verfahren im Anhörungsausverfahren erstmal ergeben. Vermutlich eher nein. Dankeschön. Aber darf ich noch mal etwas zum Herrn von Seben sagen? Wenn er dann Feierabend hat oder aus der Stadtverordnetenversammlung herausgeht, da müssen Sie ja nicht durch die Fußgängerzone gehen. Sie können ja dann die Friedrichstraße hochgehen, Sie können die Blücherstraße also hochgehen. Da sind Sie ja dann nicht in der Waffenverbotszone. Man muss sich dann halt erstmal suchen. Wie gesagt, ich sehe den Vorteil vorbeugen. Vorbeugen, das halt ist ich persönlich für das Allerwichtigste. Und was momentan hier also in Wiesbaden läuft, muss ich sagen, finde ich positiv, finde ich gut. Wie gesagt, ich würde sogar noch das erweitern, noch vergrößern. Frau Schau, bitte. Ja, Sie sagen ja selber, also Sie sollen ja die Waffenverbotszone vermeiden. Was bei meiner Umfrage rauskam, genau von den Menschen, war, dass sie meinen, wer etwas vorhat oder Verletzungen herbeiführen will, der sucht sich auch anderen Plätzen. Also der gerne eine Waffe mit sich trägt, geht dann nicht mehr durch die Fußgängerzone, durch Waffenverbotszone, sondern geht halt woanders hin lang. Das also dazu führen kann oder könnte, dass es eine Verlagerung der Probleme gibt. Genau. Herr Franz, das sind jetzt Argumente gegen die Waffenverbotszone. Zum Beispiel, wer etwas im Schilde führt, der ist schlau genug, eben diese Zone zu vermeiden oder ist besonders geschickt im Verstecken. Was sind denn die Anlässe gewesen bisher, bei denen es zu solchen Verletzungen gekommen ist? Sind das Sachen mit Vorsatz gewesen oder wir haben gehört, es ist Alkohol im Spiel? Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass als kollateralen Nutzen sehr viele Betäubungsmittelverstöße dort aufgetaucht sind. Also zunächst mal will ich vorwegschicken, ich habe ehrlich gesagt kein einziges durchgreifendes Argument gegen den Versuch, den wir hier unternehmen, gehört. Jedenfalls habe ich keine Alternative gehört, was man denn sonst tun könnte. Und ich finde, die Bürger haben ja ein Anrecht darauf, dass man einen Vorschlag macht. Die wollen ja nicht von der Politik Bedenken hören, sondern die Bürger wollen Vorschläge haben, wie die Politik gedenkt, mit offensichtlichen Problemen umzugehen. So, und jetzt haben wir einen Vorschlag gehabt. Jeder ist eingeladen, eigene Vorschläge zu erarbeiten. Völlig klar ist auch, dass die Waffenverbotszone nicht das einzige Instrument sein kann, um gesellschaftliche Veränderungen oder Verhaltensweisen sozusagen unter Kontrolle zu bekommen. Da gehört mehr dazu, das wissen wir. Nennen Sie ein paar Beispiele, die zu dem Programm gehören. Zum Beispiel eine Präventionskampagne, was wir machen. Wir gehen in die Schulen, wir klären auf, wir haben ein 10-Punkte-Programm. Das ist ein konzentriertes Vorgehen gegen Intensivstraftäter. Da gehört Intensivierung der Taxikontrollen dazu, um den Taxi
als sicheren Raum, sicheren Ort sozusagen zu gewährleisten, dass Menschen sich sicher fühlen, wenn sie das Taxi bestiegen haben und nicht erst, wenn sie das Taxi wieder verlassen haben. Dazu gehört im Westend das Präventionsprojekt Kompass dazu, wo mit einer umfangreichen Datenerhebung die spezifische Lage in einem Stadtteil erarbeitet wird und gemeinsam mit Verantwortlichen vor Ort, Frau Shaw ist da ja auch dabei, ein Handlungsprogramm erarbeitet werden kann, also ein ganzer Strauß an Maßnahmen, aber eben dieses repressive Element gehört auch dazu. Was sich verändert hat, ist eben, dass die Älteren, ich bin mein ganzes Leben lang noch nicht, also mein Großvater hatte auch mal ein Taschenmesser dabei, er hat mir auch eins geschenkt, habe ich heute noch, aber die Idee, dass sozusagen, wenn ich ausgegangen bin, da hatte ich nie eine Waffe oder ein Messer dabei, wäre nie auf die Idee gekommen, weil es auch nicht, weil ich für, ich bin gar nicht, ich hab gar keine bewusste Entscheidung darüber getroffen, es hat man einfach nicht gemacht. Und wir stellen halt heute fest, dass bestimmte junge männliche Gruppen, das macht ja auch nicht, das sind ja auch nicht die Pärchen, Mann und Frau, die zusammen ins Kino gehen, danach noch einen Cocktail trinken, die fallen uns ja auch nicht auf. Es ist eine bestimmte Gruppe und dort gehört insbesondere das Messer, ich sag mal flapsig, zur Ausgehuniform. Und dagegen wollen wir ein klares Zeichen setzen, das geht nicht, das wollen wir unterbinden und dafür strengen wir uns auch an. Und ich finde, da haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, dass der Staat und die Stadt alles dafür tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Von Sehm juckt es im Finger. Ja. Weil das wieder typisch Herr Dr. Franz ist, er stellt sich hier ernsthaft hin und sagt, ich habe kein Argument gehört. Ja, vielleicht zuhören, dann kommt das nämlich auf. Es wurden viele Argumente dagegen genannt und es wurden auch Lösungen genannt. Es wurde genannt, dass man mehr Licht hat, dass man keine dunklen Ecken hat. Aber die Waffenverbotszone macht das doch nicht. Nein, also es geht hier um eine Diskussion zur Waffenverbotszone. Richtig. Und da brauchen Sie doch nicht sagen, was wir sonst noch für Präventionsmaßnahmen machen. Diese Präventionsmaßnahmen stellt niemand in Frage. Auch ich bin für Präventionsmaßnahmen. Ich bin dafür, dass man in die Schulen geht und so weiter. Das stellt niemand in Frage. Nur die Waffenverbotszone, die steht in Frage. Und deswegen sollten Sie hier auch keine Argumente für Präventionsmaßnahmen liefern, sondern für die Waffenverbotszone. Und was spricht dafür? Wenn Sie sich nur mal die nackten Zahlen angucken. Die Zone gilt 8 Stunden. Alle 2 Tage wird kontrolliert mit mindestens 8 Polizistinnen seit über 45 Wochen. Das sind nur über den Daumen 8.640 Arbeitsstunden, die Polizistinnen dort verbracht haben. Wahrscheinlich sind es mehr. Dabei wurden gerade mal 120 Gegenstände gefunden. Das heißt, pro Gegenstand haben sie 88,4 Stunden lang gesucht und haben 88 Stunden lang Kontrollen durchgeführt. Wissen Sie eigentlich, was uns das kostet? Und wenn Sie die Drucksachenliste... Ein ganz konkretes Gegenbeispiel. Wir überwachen Geschwindigkeiten beispielsweise vor Kindergärten. Da fahren hunderte von Autos durch, die halten die Geschwindigkeit ein und dann rauschen da Verrückte mit 50, 60 in der 30er-Zone an der Grundschule oder an der Kita vorbei. Trotzdem überwachen wir das, obwohl wir auch 80, 90, 95% von Verkehrsteilnehmern haben, die überhaupt nicht auffallen. Und ich finde das absolut richtig, weil, als ich Richter war, eine Kollegin, die hatte 4 Kinder und eine Tochter ist in Frankfurt von einem Taxi in einer 30er-Zone auf dem Zebrastreifen vor der Schule umgemäht worden mit bleibenden geistigen und körperlichen Schäden. Dann sagen wir doch auch, ist völlig vernünftig, wir kontrollieren die Geschwindigkeit, auch wenn sich die meisten an die Regel halten. Sie können doch nicht sagen, nur weil nur 2% sozusagen diesen positiven Ertrag, das sind 2% zu viel und wir wollen eine Verhaltensänderung bei den 2%. Sie können doch nicht sagen, da lohnt sich die Kontrolle nicht. Dann müssten Sie an ganz... Sie schon kontrollieren. Sie brauchen doch die Zone dafür überhaupt nicht. Das müssen Sie nochmal sagen. Ja, aber ganz kurz. Sie brauchen doch die Zone für die Kontrollen überhaupt nicht. Sie hätten auch vorher, konnten Sie schon auffällige Klientel kontrollieren. Hier geht es doch um anlasslose Kontrollen. Durch die Waffenverbotszone sind anlasslose Kontrollen. Vorher, wenn sich jemand daneben noch mal, wenn Leute gepöbelt haben, wenn Leute auffällig wurden, wenn sie geschubst haben oder sonst was und die Polizei kam vorbei, dann konnte die auch ohne Waffenverbotszone kontrollieren. Was machen Sie denn, wenn in Biebrich es eine Schlägerei gibt? Da geht die Polizei ja auch nicht vorbei, sondern da führt die eine Personenkontrolle durch und schlichtet das. Deswegen, die Waffenverbotszone macht doch das nicht besser. Also auch darauf eine klare Antwort, wenn Sie abends um 21.30 Uhr einen jungen Mann, der stocknüchtern ist, mit dem Cuttermesser erwischen, dann sagen Sie nach der alten Regelung, okay, der ist ganz klar, kühl, in Ordnung, der darf das Cuttermesser behalten. Der ist vielleicht nachts um 2:30 nicht mehr so entspannt, sondern der hat ja schon 17 Bier getrunken und dann wird das Cuttermesser gefährlich. Und nach der alten Regelung hätten Sie am Anfang gar keine rechtliche Grundlage gehabt, ihm das abzunehmen. Er hätte gesagt, das geht Sie überhaupt nichts an. Ich möchte mein Messer heute Abend dabei haben bei dieser entspannten Nacht. Und aus diesem Messer könnte eine gefährliche Tatwaffe, die einen anderen das Leben kostet, werden. Das weiß man natürlich nicht, das ist doch völlig klar, aber es kann passieren.
Und dann sagen wir, heute haben wir eine Grundlage, dem schon um 21.30 Uhr zu sagen, dieses Messer hat hier nichts zu suchen, das wird einkassiert. Und damit du das fürs nächste Mal merkst, auch das ging früher nicht, kriegst du ein Bußgeld. Das hat hier nichts zu suchen in der Fußgängerzone. Und deshalb, finde ich, haben wir zwei klipp und klare Verbesserungen der Sicherheitslage und der Rechtsgrundlagen für die Sicherheitskräfte. Die können unabhängig von dem konkreten, sag ich mal, der konkreten Verfassung der Person agieren, und man kann sich sozusagen, man kann bleibend in Erinnerung sozusagen einen Lerneffekt erzielen, indem man sagt, das kostet dich jetzt 150 Euro. Ich finde das besser, als abzuwarten, wie der Zustand dieser Person 4 Stunden später ist. Da brauchen Sie viel mehr Personal, wenn Sie sozusagen die Stressmacher, wir wissen ja, mit welcher Klientel wir es zum Teil auch zu tun haben. Das sind Leute, okay, mit dem... Das ist angekommen, Herr Kinzer. Ja, Entschuldigung. Ich habe nur eins. Danke. Ja. Für mich ist also wichtig, dass die 2% drastisch also runtergehen. Es sollte also gar nichts sein, überhaupt nichts sein. Vielleicht 0,1%. Das wäre das Ziel, was ich nur mir erhoffen, dass es also irgendwann mal kommt. Und von den Kosten, Herr von Seemen, Geld dürfte für ein Menschenleben keine Rolle spielen. Dafür, Sie müssen jetzt nicht übertreiben. Wir wollen keine Ausgangssperren, wir wollen nur schlicht und einfach die Waffen verhindern. Und deswegen, Geld oder Menschenleben geht vor den Kosten. Die darf man nicht aufrechnen. Frau Schau. Ja, ich habe eine Frage, und es war, mich würde interessieren, wie oder unter welchen Bedingungen werden die Personenkontrolle durchgeführt? Sie haben ja gesprochen von einer bestimmten Gruppe junger Menschen. Wenn, also ich stelle mir vor, wenn bei der Personen oder genau Kontrollen immer wieder die gleichen Menschen vorkommen oder kontrolliert werden. Nämlich, wenn Menschen aufgrund Stereotypen und äußeren Merkmalen wie Hautfarbe, Kleidung, ethnische Zugehörigkeit kontrolliert werden, dann könnte man auch von einer Diskriminierung seitens der Polizei gegenüber den Menschen. Und mir wurde heute auch bestätigt bei meiner Befragung, ich habe auch viele, unter anderem viele Menschen mit Migrationshintergrund befragt, ob sie schon mal grundsätzlich kontrolliert wurden. Und bei fast allen wurde meine Antwort mit Ja gesagt, denn die Argumentation war, klar, ich bin doch nicht weiß. Was heißt das denn? Also die Statistik, die Sie eben gesehen haben, sagt ja, dass über die Hälfte der kontrollierten Personen deutsche Staatsangehörige sind. Fairerweise muss man jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele davon einen Migrationshintergrund hatten oder wie viele davon Doppelstaater sind. Das hat die Statistik jetzt nicht ausgewiesen, aber mehr als die Hälfte haben deutsche Staatsangehörigkeit. Ich glaube, dass Sie als 55-jährige Migrantin ein genauso geringes Risiko haben, dort sozusagen kontrolliert zu werden, wie der 55-jährige in Anführungszeichen Bio-Deutsche, und dass die Wahrscheinlichkeit, kontrolliert zu werden, für den 26-jährigen jungen Deutschen, Bio-Deutschen, der mit 3 Freunden unterwegs ist und schon 5 Bier getrunken hat, genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit von 26-Jährigen, die im Migrationshintergrund haben. Da müssten wir jetzt mal, könnte Herr Erkel und Herr Müller können sicher was dazu sagen. Wir haben, das ist der Ansatzpunkt, ist genau der, den wir beschrieben haben. Das sind in Gruppen auftretende junge Leute, in der Regel mit Alkoholkonsum, die daraufhin überprüft werden, und es hat sozusagen überhaupt keinen diskriminierenden Effekt. Übrigens, letzter Satz, weil das eben angesprochen ist, dass das Westend einbezogen worden ist, hat nichts mit dem Westend an sich zu tun, sondern mit der zentralen Lage des Westends. Deshalb ist auch Mitte dabei, und wir haben das ja in beiden Ortsbeiräten auch besprochen und haben das begründet, und bisher muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das hat sich aus meiner Sicht nicht bewahrheitet. Niemand sagt deshalb, Mitte oder Westend ist ein Problem, weil es eine Waffenverbotszone gibt. Eher im Gegenteil. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Mitwirken. Es war lebhaft. Ich fand trotzdem, war es fair. Wir hatten auch wenig Waffen hier vorne, bis auf den Flaschenöffner, Herr Kinzer. Da wird drüber noch zu reden sein. Vielleicht kommen Sie mit einer Verwarnung bei Herrn Erkel weg. Spaß beiseite.